Herzlich willkommen zur fünften und vorletzten Veranstaltung der Reihe BME und postmigrantische Gesellschaft, eine Beziehungsklärung. Heute zum Thema Zugehörigkeit und Identität mit Susanne Bernhardt und spontan eingeschriebenen Jennifer Lieb von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und dem Projekt COMPET, Kompetenznetzwerk Anti-Schwarzer Rassismus. Ich freue mich total, dass ihr da seid und bin gespannt auf euren Input. Ihr habt jetzt gerne das Wort. Hallo auch von mir. Hier spricht Jennifer Rieck. Ihr seht mich ja nicht. Wir starten genau mit der Präsentation, die heißt Zugehörigkeit und Identität, Begriffe einer postmigrantischen Gesellschaft. Ich werde zuerst ein paar Worte zum Inhalt dieser Präsentation verlieren. Genau, einen Moment. Wir müssen kurz weiterklicken. Susi, kannst du weitermachen? Dankeschön. Genau, wir werden als erstes auf die Grundideen von Zugehörigkeit und Identität bzw. Identitätsbildung gehen. Das heißt, ich werde eine kurze Zusammenfassung geben, worum es dabei überhaupt geht, um das einordnen zu können. Manche haben es vielleicht auch schon gehört. Und als zweiter Teil dieser Präsentation wird herausgearbeitet an Beispielen, wie Zugehörigkeit und Identitätsbildung beziehungsweise auch Nicht-Zugehörigkeit sich im Kontext von Kita und Schule herauskristallisiert und dann am Ende natürlich werden wir auch noch mal weiter darüber diskutieren können, Raum für Fragen haben. Genau, Susi, machst du wieder weiter? Dankeschön. Genau. Also Zugehörigkeit, damit fangen wir an. Und zwar ist es so, dass der Mensch ja ein soziales Wesen ist und durch die Strukturierung des Menschen und seines Lebens tendiert er dazu, Gruppen zu bilden. Es hat verschiedene Funktionen, aber auch einfach eine vitale Überlebensfunktion, denn die Gruppe spendet auch Sicherheit, beziehungsweise Arbeiten werden aufgeteilt und der Mensch ist einfach auch überlebensfähiger durch Gruppenbildung. Genau, bei dieser Gruppenbildung gibt es verschiedene Voraussetzungen, wer Teil dieser Gruppe sein darf und wer nicht. Genau, es ist also die Mitglieder in der Gruppe sind also verschiedene Individuen. Es gibt Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, um Teil einer Gruppe zu werden. Also das eine ist zum Beispiel, dass sie sich selbst und ihr Mitglieder in der so wahrnehmen, dass sie der gleichen sozialen Kategorie angehören. Sie haben meist auch einen emotionalen Bezug zu dieser Gruppe und zu der Selbsteinordnung. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur auf Logik basieren, sondern Emotionen spielen da auch eine wichtige Rolle und es ist aufgeladen. Und es gibt einen Konsens in der Gruppe darüber, wie sie die Gruppe sehen und wie man Teil dieser Gruppe werden kann. Und dieser Konsens ist auch wichtig, um diese Gruppe eben halt zu stabilisieren über längere Zeit und erhalten zu können. Das heißt aber nicht, dass Gruppen für immer statisch gleichbleibend sind, sondern die verändern sich über Zeit. Es kommen verschiedene Gruppenmitglieder dazu, treten aus verschiedenen Gründen, aber auch die Machtkonstellation, also es das heißt, wie wer in welcher Hierarchie in der Gruppe zum Beispiel ist, die ändert sich auch immer wieder und kann sich neu strukturieren, je nachdem innerhalb der Prozesse, aber auch die Außenwelt sozusagen, die wirkt ja auch auf die Gruppe. Wenn sich die Umgebung verändert, muss die Gruppe sich auch anpassen. Das ist diese Gruppe nicht haltbar. Genau. Die Zugehörigkeit, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene Voraussetzungen.
die erfüllt werden müssen, um in dieser Gruppe, um Teil dieser Gruppe sein zu können. Und das sind unterschiedliche Faktoren, die von der Gruppe festgelegt werden. Das heißt, sie sind auch sozial konstruiert, würde man sagen. Das heißt, zum Beispiel eine Gruppe kann sagen, wir machen das über die Religion oder über so eine Herkunft, eine festgesetzte Herkunft. Oder es gibt auch Gruppen, die sich über andere moralische Übereinkünfte zum Beispiel zusammenschließen. Und es gibt, da kann man auch unterscheiden, mal zur nur beiläufig, dass es auch, dass es halt formelle Gruppen gibt, wie zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, oder aber auch bei der, ja genau, bei der Lohnarbeit eben verschiedene Funktionen ausfüllen. Aber es gibt auch informelle Gruppen wie Freundeskreise, die sozusagen mehr über diese gefühlsmäßige Bindung ja, verbunden sind, ne? Genau, und die Funktion natürlich, wenn wir eine Gruppe bilden, dann bilden wir ja automatisch ein Äußeres, also andere Gruppen. Und das ist ganz wichtig sozusagen für die Selbstidentifikation der Gruppe, immer ein Äußeres zu haben, über das wir uns unterscheiden und über das wir uns definieren und gleichzeitig auch natürlich exkludierend wirken. Genau, wer sozusagen bestimmt, wer Teil einer Gruppe ist und wer eben nicht Teil einer Gruppe ist, wird hier gesagt von der mächtigsten Position ausgeführt. Das heißt, die Menschen oder die Mitglieder einer Gruppe, die in der Hierarchie weiter oben sind, die viel Macht haben, das sind auch die, die in Gruppenprozessen entscheiden, wer dazugehört und wer eben nicht. Das heißt, es ist ein stark hierarchisiertes, Entschuldigung, Konstrukt. Genau, und das kann eben, wie ich schon mal gesagt habe, zu Einschluss sowie auch zum Ausschluss von bestimmten Mitgliedern oder auch Menschengruppen führen. Gern die nächste Folie. Genau. Und durch diese Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu einer Gruppe bilden Menschen ihre eigene Identität mit aus. Nicht komplett aus, aber es spielt eine große Rolle. Wir haben einmal eine individuelle Identität bei einem Menschen, die setzt sich zusammen aus Vorlieben, Eigenheiten, also sozusagen persönliche Verhaltensweisen, die individuell durch den Menschen selbst festgesetzt werden. Aber dann wird der Mensch in seiner Identität auch durch die soziale Identität definiert. Und da spielen die Gruppen eben eine große Rolle. Die soziale Identität erschließt sich aus der Zugehörigkeit verschiedener Gruppen. Bei mir wäre das zum Beispiel, ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben. Also ich bin, definiere mich als Frau, dann fühle ich mich frauenzugehörig. Ich bin, habe die deutsche Staatsangehörigkeit und fühle mich auch Deutschland zugehörig irgendwie. Also bin ich auch deutsch. Aber gleichzeitig bin ich auch schwarz. Also gehöre ich auch der Gruppe der schwarzen Menschen in Deutschland an, weil das hier ein Unterscheidungsmerkmal ist. Und das alles hat Einflüsse darauf, auf meine eigene Identität, wie ich mich in der Welt sehe und wie ich mich in dieser Welt bewege. Und natürlich hat das aber auch Einfluss darauf, wie andere mich sehen. Dadurch, dass andere mich von außen auch sozialen Gruppen hinzufügen oder denken, ich gehöre einer sozialen Gruppe an, behandeln sie mich auch anders. Und gerade wenn man sozusagen so gelesen wird, dass man einer Gruppe angehört, die in der Hierarchie nicht so weit oben ist, das heißt unterdrückt, diskriminiert wird, verändert sich auch der Umgang mit diesen Menschen, die wir in diese Gruppen stecken. Und das ist tatsächlich gerade auch im Bildungsbereich
Also es ist sehr schwierig generell, aber gerade auch im Bildungsbereich schafft es einfach auch Hemmnisse, jedem die gleiche Bildung zukommen zu lassen. Und genau, gerade bei der gerade sind das deswegen die besten Beispiele, um zu zeigen, wie Identität und Gruppenzugehörigkeit eben auch unsere Gesellschaft strukturiert und kein Bereich davon frei ist. Genau, und da kommen wir nämlich schon dann zu dem zweiten Teil, von dem ich erzählt habe, den Susi jetzt übernimmt, wie sich Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit im Kontext von Kita und Schule widerspiegeln. Versteht man mich? Ja, ich verstehe dich super. Sehr gut. Genau, ich möchte jetzt darüber reden, wie sich Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit gerade im Kontext von Kita und Schule zeigen. Jen hat ja gerade schon darüber gesprochen, dass Zugehörigkeit quasi zu den Grundbedürfnissen zählt, und es eigentlich darum geht, wahrgenommen zu werden, uneingeschränkt gesehen und wahrgenommen zu werden. Gerade das spielt im pädagogischen Kontext eine elementare Rolle. Es geht darum, erkannt und gesehen zu werden, wie man ist, ohne sich erst beweisen zu müssen. Und das beginnt bereits bei sehr kleinen Kindern und zieht sich durchweg in der Entwicklung. Das ist darin begründet, dass der Mensch natürlich ein soziales und in sozialen Gruppen, Verbänden lebendes Tier ist, und natürlich auch nach Zugehörigkeit strebt. Zugehörigkeit ist eine Schutzfunktion. Genau, also sie dient dazu, uns zu schützen, sie dient der Orientierung, sie dient dazu, dass wir wissen, zu welcher Gruppe wir gehören und im Großen und Ganzen, um zu unterscheiden, wer Freund und wer Feind ist. Nichtzugehörigkeit kann in der Folge natürlich dafür sorgen, dass es tiefe existenzielle Ängste gibt, die erlebt werden, und das schon als kleines Kind. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes das Gefühl, schutzlos zu sein, ausgeliefert zu sein, vor allem da Kinder und Jugendliche sich in der Entwicklung ja im wahrsten Sinne des Wortes immer abhängig sind von erwachsenen Schutzpersonen oder von erwachsenen Schutzverbänden, denen sie sich zugehörig fühlen können. Genau. Ein besonderes pädagogisches Augenmerk ist hier darauf zu legen, dass Zugehörigkeit in der kindlichen Erziehung und in der kindlichen Entwicklung einen ungeheuren großen Einfluss hat, gerade auf den Beziehungserwerb, und zwar auf den Beziehungserwerb ein Leben lang. Es ist unfassbar wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen und genau, legt auch die Spur für zukünftige Lernerfolge und darauf, wie man sich auf Menschen einlassen kann und ob man sich überhaupt auf Menschen einlassen kann. Das wird in der Pädagogik häufig auch mit Urvertrauen oder Urmisstrauen bezeichnet und ist im größten und ganzen tatsächlich Zugehörigkeit, beziehungsweise im schlimmsten Falle Nichtzugehörigkeit. Deswegen ist Zugehörigkeit natürlich von immensem pädagogischem Wert und zählt deswegen zu den Kompetenzen, die im Leben errungen werden und die tatsächlich auch in pädagogischer Hinsicht sowohl im Schulalltag als auch im Kita-Alltag oder in der Jugendhilfe Unterstützung erfahren müssen. Genau. Jetzt möchte ich darüber sprechen, wie sich Nichtzugehörigkeit äußert und das vor allem anhand von Lehrmaterialien.
Unzureichende Repräsentationen gibt es derzeit in kulturellen oder nicht diversen Lebensrealitäten. Vor allem bei nicht weißen Kindern und Jugendlichen zeigt sich das. Gerade anhand von Spielzeugen, Büchern, Filmen, Serien, Theaterstücken, ist es sehr klar erkennbar, dass vor allem weiße Kinder hier abgebildet werden und Repräsentation erfahren und sich Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit auch in Form von Auslassungen zeigt. Denn auch Kinder und Jugendliche lernen dadurch, wenn sie nicht gezeigt werden, folglich auch, wenn sie keine Rolle spielen. Genau. Ein gutes Beispiel hierfür ist Max und Moritz. Das zeigt sich sehr gut. Hier kann man sehen, das zählt auf jeden Fall zu den deutschen Kinderbuchklassikern, genauso wie Pünktchen und Anton. Das zählt immer noch zu der Kinder- und Jugendliteratur, die durchaus in Bildungseinrichtungen immer noch eine große Rolle spielen. Allerdings ist es hier so, dass Repräsentanz auch ausschließlich weiße Kinder erfahren, die beispielsweise keine Behinderung haben, die vielleicht auch keine Probleme haben, weil sie genügend Geld zur Verfügung haben. Zumindest wird das hier nicht thematisiert und spielt keine Rolle. Im Gegensatz dazu gibt es mittlerweile auch Bücher, die nicht diesen Standards entsprechen, wo verschiedene Lebensrealitäten abgebildet werden. Es gibt schwarze Kinder, es gibt dicke Kinder, es gibt Menschen mit Behinderungen. Genau. Und das zeigt sich auch relativ gut an dem Titel. Hier sieht man beispielsweise, ich bin anders als du, ich bin wie du, dass Kinder lernen, dass es Unterschiede gibt. Es geht nicht darum, die zu negieren, sondern es geht darum, die zu sehen und die anzuerkennen, ohne sie dabei auf- oder abzuwerten. Des Weiteren gibt es natürlich auch Ausschlussmechanismen in Kinderbüchern. Auch hier sieht man wieder einen Klassiker der deutschen Kinderliteratur, TKKG. Das werden wahrscheinlich viele in ihrer Jugend gelesen oder gehört haben, auch als Hörspiel. Und hier sieht man tatsächlich direkt anhand der eingeblendeten Bilder, was denn vielleicht kritisch gesehen werden könnte. Man sieht hier Jahreszahlen und es geht hier darum, dass unterschieden wird. Das Wort dafür ist Othering. Es wird eine Unterscheidung getroffen in wir und die anderen. Man sieht tatsächlich auch anhand der Bilder, dass das älteste Bild, das von 1979 ist, im Gegensatz zu dem von 2009, sich die Charaktere rein äußerlich sehr verändert haben. Und vor allem kann man sehen, dass der Charakter Tarzan immer heller geworden ist und sich einer weißen Schönheitsnorm angepasst hat. Und das ist tatsächlich eine Sache, die in nicht wenigen Büchern, nicht ausschließlich Kinder- und Jugendliteratur, aber da auch durchaus erkennbar ist und eine sehr problematische ein sehr problematischer Ausschlussmechanismus ist mit dem Namen Whitewashing. Hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Weißfärbung von Charakteren und damit quasi dem Ersetzen von schwarzen Charakteren, da sie stetig heller gemacht werden, als sie in einem Ursprungswerk beispielsweise dargestellt waren. Es gibt noch weitere Ausschlussmechanismen. Hier haben wir einen Klassiker, Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land. Auch das ist ein Buch, das ja durchaus kontrovers besprochen wurde. Allerdings wurde es beispielsweise wegen diffamierender Begriffe
besprochen und kontrovers, genau, kontrovers wurde darüber besprochen. Jetzt wird beispielsweise wurde das N-Wort daraus gestrichen. Das ist, würde ich sagen, schon mal ein Anfang. Allerdings tradiert sich in dieser Geschichte immer noch fort, dass ein weißes Mädchen über ein dunkelhäutiges Volk herrschen kann. Und auch das ist problematisch, denn es ändert immer noch nicht den Fokus und es macht immer noch die Tradierung von wir und die anderen auf. Der Ausschlussmechanismus, der hier ganz klar erkennbar ist, nennt sich White Gaze, zu Deutsch weißer Blick. Und es geht darum, dass hier ausschließlich die Perspektive weißer Menschen auf ihr Umfeld und auf die Gesellschaft wichtig ist und dargestellt wird. Es geht in keiner Geschichte darum, wie es beispielsweise den schwarzen Kindern dort geht, sondern es geht darum, in diesem Fall gerade, wie Pippi die Welt erlebt. Und die Charaktere werden maximal eindimensional und auch ein bisschen tollpatschig und einfältig dargestellt. Und das ist ganz klar historisch gewachsen durch die Kolonialzeit und wurde immer weiter und vortradiert, ohne tatsächlich, zumindest sehr lange, zu hinterfragen, woher eigentlich dieser Blick kommt, wer dort bezeichnet wird und durch wen bezeichnet werden darf und wer das hinnehmen muss. Genau. In der postkolonialen Betrachtung werden westliche Lebensweisen immer noch beständig als sehr universell dargestellt. Und es wird kaum betrachtet, dass es darum geht, dass Weiß hierbei einfach als dominant und in dem Falle auch als Standard festgesetzt wird. Es gibt sehr häufig weiße Menschen, weiße Lebensrealitäten, die auch nicht benannt werden als weiße Menschen und weiße Lebensrealitäten, weil ganz klar vorausgesetzt wird, dass das die Normalität ist. Deswegen finden alle Abweichungen hiervon erst eine Bezeichnung. Und auch hier geht es wieder darum, wer darf benennen und wer ist benannte Person. Es geht folglich um die mangelnde Anerkennung intersektionaler Lebensrealitäten. Das bezeichnet natürlich nicht bloß schwarze Menschen, sondern, wie Jen vorhin schon erzählt hatte, es gibt verschiedene Positionierungen. In meinem Fall wäre das auch weiblich, eine schwarze Person und so weiter und so fort. Und diese verschiedenen Lebensrealitäten oder diese verschiedenen Verschränkungen, machen sehr viel mit dem Erleben und tatsächlich mit der gesellschaftlichen Betrachtung und mit der Teilhabemöglichkeit. Genau, hier wird nochmal die Frage gestellt, wessen Fokus wird quasi gesehen? Wer darf bewerten? Wer wird bewertet? Und wer hat die Möglichkeit zu sagen, wie etwas sein sollte. Normalerweise sollte die Antwort darauf natürlich sein, Gesellschaft im Allgemeinen. Darauf haben wir uns in einer Demokratie geeinigt. Und dennoch gilt es natürlich darauf zu achten, welche Blickwinkel sehr viel Gewichtung finden. Warum ist die Zugehörigkeit von großer pädagogischer und gesellschaftlicher Bedeutung? Natürlich profitiert die Gesellschaft von vielfältigen Lebensrealitäten, gerade von Inklusion aller Menschen. Viele Menschen bringen viele verschiedene Blickwinkel, viele verschiedene Skills mit und sind eine Bereicherung. Kitas und Schulen haben gezeigt, dass sie eigentlich Gesellschaften im Kleinen abbilden. Das zeigt sich an vielen Stellen. Das zeigt sich wohl sowohl darin, dass
Kinder Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten erproben können. Natürlich versuchen sie auch auszuhandeln. In einem gewissen Rahmen ist das auf jeden Fall möglich und sollte und muss das pädagogisch auch ermöglicht werden. Aber natürlich bedeutet es auch, dass innerhalb von Schulen und Kitas Diskriminierungen stattfinden, denn sie finden auch innerhalb unserer Gesellschaft statt. Es wird auch der Umgang mit extremistischen Weltanschauungen gelernt und debattiert. Kontexte werden vermittelt und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Funktion von pädagogischer Bildungsarbeit und hat es immens für die Zugehörigkeit. Genau. Jetzt war ich zu schnell. Im besten Falle ist es so, dass natürlich alle partizipieren können und genügend Raum bekommen, um sich in die Gesellschaft eingliedern zu können und sich persönlich entfalten zu können. Das ist das, worauf die Demokratie abzielt. Und letztendlich geht es natürlich darum, dass alle ein besseres und stärkeres Zugehörigkeitsgefühl haben. Denn nur wenn man sich zugehörig zu einer Gesellschaft fühlt, kann man sich auch beteiligen. Wie kann die Zugehörigkeit stattdessen aussehen und was bräuchte es denn konkret dafür? Ganz klar, die Repräsentanz schwarzer Lebensrealitäten in allen Medien, nicht nur schwarzer Lebensrealitäten, sondern allgemein intersektionaler Lebensrealitäten. Es ist sehr wichtig und findet auf jeden Fall schon etwas mehr Repräsentanz, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben. Es braucht gerade in der pädagogischen Bildungsarbeit eine dauerhafte diskriminierungskritische Sensibilisierung und auch Weiterbildungsmaßnahmen. Es ist nicht so, dass ein einmaliger Sensibilisierungsworkshop in pädagogischen Kontexten quasi dafür sorgt, dass man Rassismus einmal vollumfänglich verstanden hat und dann dagegen arbeiten kann. Es ist nicht, die Sachen sind nicht abgeschlossen und werden auch nicht abgeschlossen. Und es führt manchmal zu Frustrationen. Aber es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es ein stetiger pädagogischer Prozess ist, sich damit auseinanderzusetzen und gerade in der Bildungsarbeit mit Kindern und mit Jugendlichen von immensem Wert ist, um ihnen eine Zugehörigkeit möglichst erschließen zu können oder sie dabei zu unterstützen, die Zugehörigkeit zu finden, diskriminierungskritisch zu arbeiten, sensibel zu sein und tatsächlich sie zu sehen und nicht Stereotype. Ein großer Wunsch und ist natürlich die inklusive Überarbeitung bestehenden Lehrmaterials. So langsam beginnt es dann auch. Es geht natürlich um historische Korrektheit und Genauigkeit dabei. Wer schreibt die Geschichte auf? Welcher Blickwinkel wird beispielsweise im Geschichtsunterricht betrachtet? Genau. Dabei ist es zwingend notwendig, natürlich auch eine nicht nur eurozentristische Sichtweise walten zu lassen. Denn es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen auf verschiedene geschichtliche Ereignisse. Und das ist auch sehr gut und wichtig so. Sehr wichtig ist auch noch eine diverse Teambesetzung. Das ist egal, ob es in pädagogischen Teams ist oder in welchen Teamzusammensetzungen auch immer. Verschiedene Sichtweisen, verschiedene Blickweisen bringen auch verschiedene Winkel und Skills mit sich. Und natürlich ist auch ein zwingender kritischer Umgang mit Labels, beispielsweise Schule ohne Rassismus, notwendig, denn es kann keinen Ort ohne Rassismus geben. Es kann rassismuskritische Orte geben und das ist auch gut und das ist auch wichtig, aber Labels,
die einen oder eine Institution quasi davon freisprechen, rassismusfrei zu sein, von mir aus auch sexismusfrei zu sein oder ähnliches, finde ich, sind sehr kritisch zu betrachten, denn sie suggerieren eine Sicherheit und vor allem eine Zugehörigkeit, die so noch nicht existent ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Susanne und Jen. Ich wollte zum Abschluss noch fragen, ob ihr vielleicht noch ein paar kurze Einsichten in eure konkrete Projektarbeit geben könnt. Also was macht ihr im Compad? Was ist euch dabei wichtig? Genau, was ist da zentral in eurer Arbeit? Das wäre bestimmt für uns auch ganz spannend, das noch zu hören zum Abschluss, wenn ihr das mal spontan anschließen könntet. Ja, ich kann da einfach direkt ein paar Worte zu sagen. Also unsere Arbeit ist sozusagen dreisäulig aufgebaut. Wir machen einmal Beratungsarbeit, das heißt Menschen, die irgendwie in Kontakt gekommen sind mit zum Beispiel einem Diskriminierungsfall, wo jetzt ein schwarzer Rassismus eben in Kita oder Schule Schulkontext vorkam, können sich also bei uns wenden und wir versuchen dann irgendwie zu helfen, rauszufinden, okay, wie kann damit umgegangen werden, wie kann die Situation gehandelt werden, was sind weitere Anlaufstellen, die aufgesucht werden können, aber auch, wir haben auch Beratungsfälle, wo es zum Beispiel darum geht, dass irgendwie Literatur in Deutschunterricht gelesen werden muss, die ein bisschen, naja, schwierig ist und verletzend sein kann, weil sie rassistische Stereotype zum Beispiel reproduziert. Also das auch so auf eine Art präventiv. Wie kann ich damit umgehen? Weil ich genau weiß, es wird eine schwierige Situation dazu auf zukommen und ich bin in einem sozusagen Zwangskontext. Ich musste zum Beispiel ja lehren, weil das im Lehrplan ist, Teil des Lehrplans ist. Und genau, also das heißt, wir machen da meistens erst ohne Verweisberatung, aber das ist oft auch schon ausreichend, weil die Leute zu uns kommen, weil sie sich manchmal macht und hilflos fühlen und eine Art Hilfe brauchen in der Orientierung. Wir versuchen uns da auch immer ressourcenorientiert, also was ist überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten der beratungsnehmenden Person, da ressourcenorientiert zu arbeiten. Genau, und dann ist die zweite Säule die Bildungsarbeit. Das heißt, wir selbst halten auch Vorträge und geben Workshops. Das ist meistens auch in Schulen oder in Kindertagesstätten, dann mit dem pädagogischen Personal. Da kann aber auch mal, also oder Eltern haben auch da schon öfter Interesse dran, so Elternvertretungen etc. Und da haben wir dann also sozusagen so ein Standardvortrag erstmal. Also es geht halt um auch noch eine spezielle Einführung zu antischwarzen Rassismus. Viele wissen, was Rassismus ist, aber dann ist das Verständnis von Rassismus manchmal auch sehr also sozusagen eindimensional auf der individuellen Ebene. Das versuchen wir auch noch ein bisschen aufzudröseln, dass es da verschiedene Ebenen gibt und nicht nur die, wie eine Person jetzt eingestellt ist und zum Beispiel eine Person jetzt menschenfeindlich eingestellt ist, sondern dass es da verschiedene Ebenen gibt, auf die Rassismus wirkt. Und dann gehen wir halt nochmal speziell auf antischwarzen Rassismus und dann auch im Bildungskontext ein. Da werden arbeiten wir viel mit auch Daten und dann wird das nochmal übertragen auf den Arbeitsalltag. Und die dritte Säule ist die Empowerment-Arbeit. Die richtet sich vor allen Dingen auf die betroffenen Gruppe, das heißt vor allen Dingen schwarze oder afrodiasporische junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, auch teilweise Eltern. Da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen. Wir haben ja zwei verschiedene Standorte, einen in Leipzig und einen in Frankfurt. Und da führen wir auch unterschiedliche Maßnahmen durch. Nächste Woche habe ich persönlich einen Theaterworkshop, den ich mit einer Theaterschaffenden hier auch aus Leipzig durchführe
wo der speziell für Jugendliche und junge Erwachsene konzipiert ist. Und genau, es gab Kinderbuchlesungen, es gibt aber auch in Frankfurt jetzt ein Elterntreff demnächst. Das ist auch sehr vielfältig. Genau. Und manchmal machen wir auch eben so Bildungsveranstaltungen wie hier, die so ein bisschen nicht ganz in unseren Rahmen passen, aber wo wir es aber auch wichtig finden, um einfach auf das Thema zum Beispiel aufmerksam zu machen. Falls du was ergänzen möchtest, zusammen, Susi, dann kannst du es gerne machen. Ja, genau. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die ich noch ergänzen könnte. Einmal zum Bildungsbereich haben wir bei uns hier im Büro in Leipzig, in Frankfurt natürlich auch, relativ viel Literatur, gerade um das Thema schwarzes Leben, schwarze Kinderbücher, wo es darum geht, dass es quasi schwarze Protagonistinnen geht. Es wird nicht bei jedem Thema, bei jedem Buch das Thema Rassismus zentriert. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass es quasi eine normale Kindergeschichte ist, bloß mit einer schwarzen Figur, die sich darin wiederfindet. Genau, und auch viel Bildungslektüre, Romane von schwarzen AutorInnen und so weiter, die hier auch unentgeltlich entliehen werden können. Das zählt quasi noch zum Baustein Bildungsarbeit. Und dann würde ich zum Thema Empowerment, ist auch eine Maßnahme, die wir durchgeführt haben, ein Black Hair Workshop, in Kooperation sogar zwei Black Hair Workshops, die wir gemacht haben, wo quasi das Thema war, wie pflege ich schwarze Haare, genau, wie ist der Umgang mit schwarzen Körpern, wo es auch darum ging, gerade Jugendliche zu erreichen. Genau, das sind noch so zwei Sachen, die ich ganz gern ergänzt habe. Ja, vielen herzlichen Dank für eure Perspektiven, für eure wichtige Arbeit. Genau, schön, dass ihr heute mit uns seid. Und ich würde jetzt die Präsentation beenden, die Aufnahme beenden.